Ah, okay. Okay. Und jetzt muss doch da noch irgendwie... Oder gibt es da noch andere Dinger? Da links und rechts sind noch Dinger, aber wie komme ich da hin? Ah, okay. Okay, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Ach, ich. Ah, ja. Okay. Aber ich muss ja erstmal wieder weg. Und ich muss eh erstmal Stasa auffüllen. Da. Zap. Erst nochmal runter. Stasa auffüllen. Weg damit, ihr aus dem Weg, Geringverdiener. Bams. Eieiei. So, und dann kann ich wahrscheinlich jetzt hier über den Ding latschen. Genau, und jetzt kann ich da quasi hindingsen. Da mal eben drauf schießen. So, da muss jetzt noch irgendwo einer sein. Oh, ach, weil da ein so ein Ding da dran hängt. Ja, cool, weg mit dir. So muss dieser andere Pimmelberger da. Achtung, Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschulte Mitarbeiter werden gebeten, sofort den Sektor zu verlassen. So, wo muss ich jetzt hin? Nicht hier, sondern... Erstmal holen wir uns jetzt da das Ding. Die Monetos. So, dann müssen wir, glaube ich, erstmal da runter. So, und jetzt glaube ich noch den Ding da anbringen, oder nicht? Warte, ich muss mal kurz gucken. Sender anbringen. Ich muss den SOS-Sender an dem Asteroiden anbringen, sobald er abgeschossen ist mit der Sender. Okay. Okay, also das heißt, ich muss tatsächlich, glaube ich, nochmal raus. Okay, so jetzt. Zack. Okay. Nee. Weg da. So, und jetzt den Ding irgendwie abschießen. Jetzt muss ich zum Kontrollraum und den Asteroiden vom Schiff schießen. Okay, also das heißt hier wieder raus. Okay, nice. Ende der Schwerelosigkeit. Wo
wollte mich aber jetzt nicht wirklich mit dem einen Typen da aufhalten, oder? Du wolltest jetzt schon noch mal ein bisschen mehr hier auffahren. Sag ich und sterbe gleich. Ich hätte jetzt mal gesagt, wir müssen wieder ganz hoch. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Aber wir werden es rausfinden. Aber bisher sehr, sehr cool. Okay, nein. Aber wo müssen wir hin? Jetzt muss ich zum Kontrollraum. Hey. Wartung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Kontrollraum. Zwei von oben oder was? Bearbeitung, echt? Ich weiß gar nicht mehr tatsächlich, wo wir hier reingekommen sind. Jetzt sehe ich nicht mehr, wo wir hier reingekommen sind. Nee. Hä? Wohin will er denn jetzt, dass wir hingehen? Hat er jetzt gerade eben gesagt? Warte. B. Er sagt nach unten. Ach, okay. Jetzt kommen wir da quasi in diesen separaten Raum da. Okay. Wo wir es vorhin quasi probiert haben. Und jetzt müssen wir mit dem Akku müssen wir da jetzt wieder hin zurück. Ich muss jetzt hier uns jetzt nochmal den Akku schnappen. Und da dann nochmal hinlatschen. Okay, wir verbrennen nicht direkt. Ich hatte jetzt eher gedacht, das wäre es jetzt gewesen. Aber gut. Also nichts. Gut. Aber wir können bestimmt mit der Stasis da ein bisschen was arbeiten, oder nicht? Nee? Gut. Oder nicht?
10 Minuten im Speisesaal serviert. Sehr gut. Dann versuche ich in 5 Minuten oben zu sein. Nee. Rein da jetzt. Hoffentlich ist der Toni dann auch gleich wieder oben beim Essen. Wäre cool, wenn man sich nochmal beim Speisesaal sifft. Wenn sich beim Speisesaal nochmal sifft. Nee, ich meine jetzt eher so, der ist wahrscheinlich dann... okay. Ich dachte gerade schon. Nee, ich dachte jetzt mehr so Shaun of the Dead mäßig. Ja, ich sitze dann da in dem Speisesaal und esse und dann ist quasi mein Freund Toni, der ist dann zwar irgendwie besessen, aber der sitzt dann trotzdem neben mir und chillt mit mir und ist dann dort. Das ist eine schöne Vorstellung. Nochmal mit Toni zusammen zu essen, das wäre schön. So, und jetzt hier mal eben... Ah, hier, oder? Ja, gut. Dann mal den Asteroiden loswerden. Der Sender ist unterwegs. Alle Funktionen normal, sendet über Breitband. Bleibt nur noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Er winkte mir zu, als ob alles in Ordnung wäre. Okay, der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen, denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht empfangen. Mach ich. Ist ja immer wieder hier irgendwas kaputt hier. Ich bin immer wieder den ganzen Leuten hier am Hinterherräumen. Na, man kennt's. Na, man kennt's. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Hier im Raum? Das ist schlecht. Ja. Das war knapp. Das war knapplich. Quarantäne aufgehoben. Aber jetzt auch nicht so herausfordernd. So. Dann geht's hier mal wieder runter. Ups, so. Na dann jetzt, was hättest du gemeint? Hoch zur Brücke sollen wir jetzt gehen? Ist die Frage, ob das auch wirklich hoch ist, ne? Oder ob es jetzt wieder irgendwie, was weiß ich, ich fahre mit dem Aufzug eigentlich nach unten. Manchmal auch ein bisschen verwirrend. So, nochmal eben speichern. Damit, falls wir hier irgendwie hochs gehen, dass nicht alles weg ist. Na, eins zu weit. Oh, aber hier ist noch was. Nice. Und dann jetzt hier hoch und ich denke aber jetzt hier raus. Oder ganz oben? Wir müssen es ausprobieren. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Entweder ganz oben oder zweiter von oben ist der Ausgang. Und ich bin mir ganz sicher.